Vorwärts in die Vergangenheit. Back to the future. Nee, ihr seid ihr. Ich bin ich. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Analoge, modulare Klänge. Grandmother, ja? Habe ich schon ein paar Videos gemacht, immer mal wieder auf meinem Kanal. Der geile analoge Synthesizer. So, warum habe ich heute eine blaue Brille auf? Weil die 80er hier ausgebrochen sind bei mir wieder. Ja. So, Kamera läuft. Ton auch. Mach eine kurze Klappe. Muss sein. So. Tja, Moog, Grandmother, analoger, monophoner Synthesizer. Drummer from another mother, D-Fam, Moog. Und Icke. Und ihr natürlich. Ich bin Ick. Ihr seid ihr. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Dr. Spree macht sich einen bunten. Ja. Und ihr kickt zu. So, 80er Jahre, warum? Weil ich mache heute mal ein bisschen Setup. Einfach nur live, komplett live. Nichts vorbereitet. Ja, einfach nur direkt live gespielt. Ja, und zwar hier einmal schön mit diesem wunderschönen Synthesizer. Ich möchte einfach nur zeigen, wie schön diese Klangerzeuger sind. Diese analogen. Und weshalb man da automatisch auf so krasse 80er Jahre Sachen zurückgreift. Ja. So, jetzt wird die Sache ernst. Wir haben hier eine richtig schöne Dreieckwelle, ja, die wirklich schön knarzt, weggefiltert. Jetzt mache ich meinen Filter auf. Ein bisschen länger jetzt im Release, pass auf. LFO dazu. Schön im Arpeggiator-Modus, Dazu spielt der D-Fam. Der wird getriggert. Der D-Fam wird getriggert vom Grandmother. Ja? Weil da kann man nämlich Keyboard, kann man hier rausgehen. Keyboard Gate Out. Und weil er ja Arpeggio spielt, die sind ja im Timing. Trigger ich damit schön hier, sieht man ja schon, den D-Fam. Und der D-Fam ist natürlich ein Drummodul. So, schön 80er. Schön snappy, weniger snappy. Bassdrum. Hi-Hat dazu. Oder auch, das war ja nur White Noise. Noch ein Oszillator dran. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Und jetzt mache ich eine schöne Session gleich mal hier mit dem Grandmother. Und dem D-Fam. Kommt jetzt gleich, ja? Kommt jetzt gleich. Also ich mache jetzt Licht aus, mache es mir gemütlich und vielleicht spiele ich noch eine Melodie dazu mit dem analogen Synth, mit dem Sequential hier, mit dem OB6. Ja. Auch komplett alles analog. Komplettes analoges Set. Nichts kommt irgendwie dazu, nichts ist vorbereitet, kommt nichts vom Band, ist alles direkt so wie es ist. Inspiriert einen unfassbar 80er Jahre zu machen. Ja, und wie das klingt, diese fetten analogen Sounds, also diese fetten analogen Synthes, ja, Synthesizer, das hört ihr jetzt gleich. Wollte ich einfach nur mal demonstrieren, wie automatisch dadurch, dass sie so klingen und man schön so tweaken kann, wie das automatisch dazu führt, dass man in die 80er fällt, ja. Also, Licht an. Nee, aus. Vorwärts in die Vergangenheit.
So, war doch ganz gut, wa? 80er Jahre, at its best, original, so soundet es normal. So, genau so klingt es. Ich habe hier nichts, die drücken sich einfach gegenseitig so hin, ja, da muss man nichts filtern, ich filter gar nichts mehr. Ich mache hier kein Mixing oder sowas. Ich lasse einfach nur spielen, okay? Huch, ich stehe auf die 80er, ist geil. Also die Sounds, analoge, Synthies, Drum Machines. Mich würde mal interessieren, ob ihr auch 80er Jahre Musik gerne mögt, weil ich meine 80er, guck mal. Der Song beginnt und man weiß sofort, um welchen Song es sich handelt. Welche Band, welcher Song, welcher Sänger, sofort, hört man sofort. Jeder Song unique. Geiles Songwriting, gibt immer, selbst wenn es sehr simpel und einfach ist. Man hört den Sound, man weiß sofort, ey Mann, krass, ist Erasure. Oder Depeche Mode oder was auch immer. Ja. So unfassbar vielfältige Songs. Und manchmal auch total cheesy und so, scheißegal, ist trotzdem geil. Immer fett, ich stehe da total drauf. Hat Einfluss gehabt immer auf unsere Musik, in den, aber auch natürlich ein bisschen mit Punk. Ja, Hanno hat den Punk mitgebracht, der Hanno. Und ja, und so haben wir den geilen Scheiß gemacht. Aber das ist jetzt, ja, ich will nicht nostalgisch werden. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich wollte euch bitten, euch mal ein paar Videos anzugucken bei mir, die anderen, über den Grandmother. Also, ne, ich hab's irgendwie mit diesen Infokarten und so, ich bin noch nicht so richtig, weiß nicht genau. Muss ich noch alles richtig gut machen, dass er dann so bloß klicken muss, auf Weg da irgendwo hinzeige, bla, klickt darauf. Guckt euch doch mal an, was ich so gemacht habe für Videos. Auf meinem Kanal, geht einfach direkt auf Alexander Spree, drückt ihr so drauf und dann erscheint der Ganze und dann könnt ihr gucken, die ganzen Videos, die ich veröffentlicht habe. Und da braust ihr so durch und guckt euch mal an Grandmother-Videos, ja, oder Defam. Natürlich auch modulare Klangerzeugung. Und da könnt ihr sehen, wie, was für geiles Zeug es alles gibt. Ja. Okay, wollte ich mal gesagt haben. Und schreibt mir doch mal, ob ihr die 80er auch so abfeiert, wie ich. Ja? Und ob euch das Video gefallen hat, natürlich. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich. Ne? Ja? Macht ihr das? Klar, macht man so. Dankeschön fürs Zugucken. Schaut mal wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Weil ich mich da freuen würde. Ja? Und für euch ist es auch gut. Weißt du? Was für mich gut ist, ist auch für euch gut. Peace. Power to the people. Euer Alexander Spree.